Ja, hallo Freunde, und ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play hier auf dem Commodore Amiga. Und wir spielen heute Lancaster, eine Flugsimulation ist es aber nicht direkt, denn wir fliegen dieses Flugzeug nicht, sondern wir begeben uns auf die Position mit des Bordschützen und mit des Bomberschützen. Und das Spiel handelt natürlich im Zweiten Weltkrieg und wir fliegen oder spielen auf Seite der Engländer und sitzen in einem viermotorigen Bomber namens Lancaster. So, jetzt können wir mal gucken hier. Wir machen mal erstmal. Wir haben mal ein bisschen die Ace Army Fighters, machen wir mal aus. Und jetzt haben wir hier, was kann man machen? Okay. Wir suchen uns einen aus. Nehmen wir wieder Paddington. Top Secret. Okay, das sind wir. Und wir schauen mal. Jetzt, ich habe das Spiel damals, das Spiel ist erstmal 1989 erschienen und ich habe es damals auch gespielt, zwar nicht so oft, aber ich fand es sehr schön. Ihr seht es hier auch, ist sehr schön animiert. Da steigen wir in unseren Flugzeug, in unseren Bomber. Zack. Und jetzt geht's auch los. Die Motoren laufen warm. Ja, ist auch nicht so ein bekanntes Spiel, aber ich fand es damals ganz interessant. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde euch das heute mal zeigen. Ich habe sowieso damals viel so Spiele gespielt, Simulatoren. Egal ob Flugzeug, Schiff oder U-Boot oder Panzer, das hat mich immer schon fasziniert. Ja. Ich sage mal, manchen war ich damals ziemlich gut, richtig gut, in manchen eher weniger. Aber ja, es ist doch alles eine Zeit lang her, aber ich versuche mal das Beste daraus zu machen. Und da heben wir ab. Und jetzt kommt die Karte hier. Fliegen wir zu unserem Ziel. Und jetzt kommt gleich greifen uns die Feinde an. Jawohl, da sind sie. Und jetzt müssen wir gehen wir in die Ansicht des Bordschützen. Fire, fire, fire. Ist gar nicht so einfach. Here they come.
Gurten. Ha, ist wirklich nicht so leicht. Ist wirklich nicht leicht. Ist wirklich nicht einfach. Ich glaube, den Angriff haben wir überlebt, aber da kommt schon der nächste. Eieiei. Ah. Und da sind wir abgeschossen worden. Das ist schade. Ich würde sagen, das versuchen wir gleich nochmal. Da hat es uns runtergeholt, das ist ja Wahnsinn. Mach mal die Balance aus und die Flak. Und wir versuchen es nochmal. Gehen wir nochmal Paddington. Oder wie er heißt. Und wir starten nochmal. Und vielleicht kann ich euch jetzt mal auch mal den Bombenangriff zeigen. Es ist wirklich nicht einfach. Aber ich finde trotzdem ein sehr, sehr schönes Spiel. So, und jetzt haben sie übersprungen und jetzt geht es nochmal los und wir versuchen nochmal, dass wir hier was retten können. Und jetzt müssten schon gleich die ersten feindlichen Jäger kommen. Oder nicht? Ja, da sind sie. Kurz vor. What the hell is going on back there? Here they come. Heads up, Camp, here they come. Wirklich nicht leicht. Puh. What the hell is going on back there?
Den haben wir. Es wird gut sein. Und wieder nicht geschafft. Ja, es ist wirklich nicht ganz einfach, aber ich finde, macht schon doch einigen Spaß. Und wie gesagt, vielleicht habt ihr auch mal Lust, das Spiel mal auszuprobieren. Ich kann es euch auf jeden Fall ans Herz legen. Ist auch erschienen für den Atari ST und ist wirklich ein schönes Spiel. So, Freunde, dann, das soll es gewesen sein von Lancaster. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Und ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen oder über ein Kanalabo oder über beides. Aber am wichtigsten ist wie immer, seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play auf dem Commodore Amiga. Macht's gut und adios und noch einen schönen Sonntag.